aber ich finde, das hat sich zu dieser Saison echt nochmal, hat er richtig einen Schub gemacht. Also gerade auch, was das angeht. Er hat natürlich das, was er macht, fußballerisch, das hat Hand und Fuß, die Zuschauer hier ins Stadion lockt, ne? Das ist so. Aber jetzt kann es mal schnell gehen. Der Ball wird durchgesteckt. Ei, ei, ei. Leider. Ganz starker Ballgewinn vorher von Sandro. Das war's. Das ist dann wie Placke verteidigt. Ja, gut, verteidigen kann ich nicht so gut, aber oh, jetzt. Vorsicht. Das ist und Göttl. Jetzt, das ist Göttl jetzt. Und der ist gut. Ei, ei, ei. Der geht knapp rüber. Es geht auf jeden Fall weiter, Ball geht raus, aber Marek ist direkt da und setzt er unter Druck und jetzt kommt Scheppi. Scheppi ist direkt vorm Kasten. Der Ball wird abgegrätscht. Schade. Und jetzt kann es schnell gehen. Okay, aber Göttl bleibt liegen. Ball geht jetzt aber lang raus und wird abgefangen. Alles und sehr gut abgeschirmt davon Drilon. Oh, und schneller Einwurf. Und jetzt Torte in der Mitte. Scheppi! Jawohl! 1-0! Das Ding, das kann mal ganz gefährlich aus dem Halbfeld auch irgendwo auf dem Kopf landen. Und der sucht Göttl doch nicht. Da wird sich durchgesetzt. Und der... Oh! Boah. Sehr, sehr stark. Auch da viel, viel, sehr langsam nach hinten. Und da hat man als Torwart Druck. Aber auch das, auch das löst der Torwart gut. Ist eigentlich Rechtsfuß, macht das kommt mit links. Und jetzt kann das schnell gehen. Und das ist Göttl jetzt auf der Seite. Und nee, das ist mit ein bisschen zu viel Lefe. Der Lohner Jungs, aber da ist Sandro. Pass gut auf. Torte kann den Ball verarbeiten. Rechts, guck rechts, guck rechts. Und er setzt jetzt mal ein selbst. Drilon hat, glaube ich, noch keinen Zweikampf so richtig verloren. Oh, jetzt guter Ball. Aber da, raus. Phil ist schnell. Phil ist da. Läuft direkt mit an. Nicht der. Oh, jetzt aber. Oh, hi. Das. Und das ist. Ist es Freistoß? Ja. Das war vorher. Ach. Aber ich habe ja auch schon einen oder anderen Freistoß mal geschossen in meiner bescheidenen Fußballkarriere. Bescheiden jetzt, weil mach dich mal nicht kleiner als es ist. Aber aus 16 Metern. Göttl! Ja, Dreierkette besser. Viererkette ist halt irgendwie ein Stück sicherer. Aber ich spiele lieber die Dreierkette, weil man da auch vorsichtig. Jetzt ist er aber gut und das ist Sonntag! Oh, Riesenchance. Ja, also. 2-0 für Lohne. 3-4 richtig dicke Dinger gehabt. Gerade jetzt zuletzt das Ding von Sonntag. Oh, jetzt kann Marek den Ball durchstecken. Und das macht er auch. Scheppi ist durch. Scheppi kann den Ball jetzt quer, aufs Tor bringen. Quer. Nee, auf. Spiel das Ding noch quer. Außen. Gut, Torte, wichtig. Foul. Jetzt ist halt er auch nicht. Okay. Halt er nicht. Okay. Okay. Ja, okay. Torte wenn das, hat's hinten. Wenn das seine Linie Rücken ist, bekommen. Dann. Wenn das seine Linie ist, okay. Dann muss das so durchziehen, dann ist es in Ordnung. Malte verschätzt sich. Malte nicht da, aber sehr stark. Dedovic ist da. Dedo hat sich weiter warm gemacht. Ja, verständlich bei den Temperaturen so einen kompletten Kaltstart zu machen. Und da hat man gesehen, gar nicht so verkehrt, dass die Hildesheimer Jungs sich auch warm gemacht haben in der ersten Halbzeit. Da ist als Gegenspieler hätte ich den sehr, sehr ungern, weil er einfach so ein unglaubliches Torte, Tempo guter hat. Guter Raum, da Torte. Und jetzt lege ich ihn rein. Spielt den Ball gut rein. Jetzt aber Sarasch von hinten. Sarasch, setz ihn! Wenn er irgendwie ein fahriges Spiel abliefert. Gianni per Hacke versucht da irgendwie im Mittelfeld was zu machen. Das ist nicht sehr, das sehr, Beste. Sehr sportliche Aktion. Oh, kriegt den Ball aber wieder ab und das war kein fair. Foul, das war Foul. Fair. Oh, schwierig. Oh, nee. Wow. Das war ungefähr so ein Kopfball, sehr gutes Spiel gemacht und jetzt eine Doppelaktion, ein bisschen wilder. Kein Abseits. Schön, Sarasch. Aber jetzt Phil. Phil kann jetzt mal zum Tor ziehen. Naja, legt ihn sich nochmal nach hinten und da Lindy. Jetzt nochmal. Gianni. Kann jetzt nochmal den Ball rein. Der ist gut. Oh. Ecke. Malte jetzt Leo sehr alleine auf der Seite. Und oh, er geht vorbei. Schön. Wahnsinn. Und Leo, jetzt hat er Platz. Selber, kann den selber. Auch vorbringen. Naja, legt ihn zurück. Lindy. Oh. Rauskommt. Der hatte aber erstmal. Dedo. Grätscht ab. Stark. Und zeigen, dass er den Ball verwalten kann. Gut verteidigt. Geht aber gut abgeschirmt. So. Lissheim versucht es jetzt über dieses Zentrum zu machen. Klasse. Viele kurze Pässe jetzt gerade. Da wird der Ball auch ein bisschen von Gianni ein bisschen zu lang gehalten. Wieder Sonntag. Shep, mach mal den Ball fest. Gut. Schön. Und tschüss. Jetzt kann Leo und mal tschüss. Abgehen. Und tschüss. So, Leo jetzt vielleicht schon den. Nee, Wahnsinn. Macht er gut. Und jetzt hat er Platz. Und da kommt Kevin, der zieht jetzt auch mit rein. Also, das ist so ein bisschen die. Ganz schön. Stark. Und jetzt Gianni nochmal. Geh in die Box, geh in die Box. Sehr gut. Richtet sich den Ball da schön. Klasse. Hin. Und jetzt Lindy nochmal. Schönes Ding. Weg! Ja, ganz stark. Marek Jansen. Und es ist das. Jawohl. Tor. Und da steht er vor unserem Kameramann. Gianni
Ach, nee, kommt nicht gut. Oh, da musst Lindy, du hin. Aber Lindy ist da. Klasse. Ist da. Klarer Ball, Kai. So. Kai, oh, ganz in Ruhe, geht ins Dribbling. Stark. Das ist auch mutig. Und noch einen, lässt noch einen aussteigen. Wahnsinn. Ole. Und jetzt auf Gianni. Oh, den trifft er, das ist Elfmeter. Oh. Den trifft er. Selbst. Ja. So. Gianni. 3-0. Schön gemacht, ausgeguckt und links ins Eck. Ich glaube, was dann wirklich auch so, ja, was dann wirklich auch so surreal ist und was auch boah, so was für ein Fehlpass. Lenny geht. Ja, jetzt. Lenny geht. Kann Lenny, ja, Lenny, Lenny, komm, Lenny. Setz dich da durch, komm, geh ins Dribbling. Geil, komm. Schön. Ah, schade. Super, gute Aktion. Schade. Lenny vielleicht nochmal. Lenny, ja, kann doch jetzt mal weg. Gianni ist das. Das ist Jansen, kein Abseits. Jan. Marek. Ja, Zeit, quer. Spiel quer auf Torte. Ja, sehr gut. Und Torte, setz sie. Jawohl. Torte, 4-0. Und das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage an alle, die wirklich geglaubt haben, dass es hier heute nichts läuft.